Lässt sich Design automatisieren? Das ist eine Frage, die sich viele Designerinnen und Designer heutzutage stellen. Kein Wunder, man spricht von der zukünftigen Massenarbeitslosigkeit. Dass immer mehr und mehr Jobs wegrationalisiert werden, allen voran durch die Fortschritte der KI. Doch hinter dieser Frage steckt was ganz anderes, nämlich, kann KI kreativ sein? Oder ist Kreativität etwas, was man nur dem Menschen und einigen Ausnahmen Tierreich zuschreiben kann? Wir werden dieser Frage heute nicht nachgehen. Wir werden der ersten Frage nachgehen, ob sich Design bzw. Designprozess automatisieren lässt, weil damit kann man die zweite zum Teil beantworten. Der Designprozess lässt sich in 5 Phasen einteilen. Ins Briefing, in die Recherche, Konzept, Design und Prototypenphase. Briefing, man bekommt gesagt, was man tun soll. Recherche, man recherchiert, man geht auf Google, googelt. Man geht auf Pinterest, macht sich Moodboards, man baut sich eine Datenbank zusammen. Und da kann man sich schon ziemlich sicher sein, dass man das automatisieren kann. Weil es Web durchforsten, auch wenn es natürlich nicht alles ist, was ein Designer macht in der Recherchephase, das man schon seit Jahren mit Webscrappern und Webcrawlern. Also daran wird es vermutlich nicht scheitern. Die Konzeptphase, das ist die Phase, die man sich normalerweise als Nicht-Designer unter dem Designprozess vorstellt. Man hat nichts und versucht aus dem Nichts etwas zu erschaffen. Man versucht kreativ zu sein. Zum Beispiel, indem man sketcht. Eine Konzeptzeichnung nach der anderen, eine Zeichnung nach der anderen. Bis man ein Konzept, eine Konzeptzeichnung hat, die man in der Designphase dann übernimmt und zu einem vollwertigen, vollständigen Design ausarbeitet. Da gibt es einen Prototypen, zum Beispiel durch 3D-Druck, und dann geht es in Produktion. Da können auch einige Iterationen drin stattfinden und die Phasen können auch ein bisschen anders benannt sein. Aber im Großen und Ganzen haben die meisten Designprozesse in irgendeiner Art und Weise diese 5 Phasen inne. Wir werden uns heute nur auf die Konzeptphase konzentrieren. Bei der Konzeptphase ist die schwierigste und wichtigste Phase im Designprozess. Wie gesagt, man hat nichts und versucht aus dem Nichts etwas zu erschaffen. Man versucht kreativ zu sein. Und jeder, der schon mal versucht hat, aus dem Nichts etwas zu erschaffen, weiß, wie schwierig das sein kann. Wenn man das automatisieren könnte, das wäre schon ein großer Schritt. Design lässt sich in 3 Ebenen einteilen. In die Gestalt, Oberfläche und Textur. Gestalt ist die Ebene, die man wahrnimmt, wenn man sich in einem dunklen Raum befindet und die Augen ein bisschen zusammenkneift und die schwarz-weiße Silhouette eines Objektes erkennt. Aufbauend auf der gibt es die Oberfläche. Das dreidimensionale Objekt, was man drehen, rotieren, anfassen kann. Und dann die Textur, Farbgebung, Logos. Wir werden uns heute nur auf die Gestalt konzentrieren, weil die Gestalt ist das Fundament der nächsten beiden Ebenen. Und wir werden uns am Beispiel von Flaschen orientieren. Warum? Nun ja, Flaschen. Ich habe vor 2 Jahren mit dem Industriedesigner Marco Lim an diesem Projekt geforscht. Und wir haben zum Beispiel von Flaschen gemacht. Und warum Flaschen? Nun ja, die sind rotationssymmetrisch. Die sind relativ einfach von der Form. Und damit kann man die Datenmenge reduzieren. Das kommt der KI zugute. Man kann die leichter anlernen. Und Flaschen sind Alltagsobjekte, die man überall findet. Man kann die überall kaufen. Wir benutzen die tagtäglich. Und es sollte nicht schwierig sein, die Ergebnisse zu extrapolieren, zu belegen, wie könnte es in Zukunft sein, wenn die Fortschritte der KI weiter so rasant voranschreiten. Und wenn wir an KI denken, dann denken wir meistens heute an künstliche neuronale Netze. Und diese künstlichen neuronalen Netze sind unseren biologischen neuronalen Netzen, unserem Gehirn, sehr grob, sehr einfach, sehr abstrakt nachempfunden. Wir haben Neuronen, Dendriten, Synapsen, Axone und vieles mehr. Und dort gibt es Knoten und Kanten, beziehungsweise Matrizen. Und diese mathematischen Strukturen, die können etwas, was sie auch können. Die kommen vom Speziellen, Lernen, Verallgemeinern, Abstrahieren, Generalisieren und es auf Neues anwenden. Am Beispiel eines biologischen neuronalen Netzes wäre es zum Beispiel ein Kind. Und sagen wir mal, das Kind hat noch nie Autos gesehen. Jetzt zeigt man dem Kind Beispiele von Autos. Und das Kind wird versuchen, aus diesen einzelnen Beispielen die Quintessenz des Autoseins zu abstrahieren. Also was ein Auto zu einem Auto macht. Zum Beispiel 4 Räder. Und da kann man dem Kind die Aufgabe geben, jetzt zeichnen wir mal doch neue Autos, neue Konzepte. Das Kind wird mit ungeheuer vielen verschiedenen kreativen, fantasievollen Zeichnungen, Konzepten daherkommen. Und wir können versuchen, das im Computer zu modellieren. Eine Variante, wie man das machen kann, nennt sich GAN. Das ist eine Architektur, die besteht aus 2 neuronalen Netzen. Einem sogenannten Generator und einem sogenannten Diskriminator. Und der Generator hat die Aufgabe, den Diskriminator zu täuschen. Und der Diskriminator hat die Aufgabe, sich nicht vom Generator täuschen zu lassen. Ja, wie versucht wohl der Generator, den Diskriminator zu täuschen? Nun ja, der Generator, der generiert Beispiele, Daten, Objekte, Flaschen. Und der Diskriminator erhält die, muss entscheiden, ist dieses Objekt, was ich eben erhalten habe, vom Generator generiert worden? Oder ist es ein real existierendes Objekt aus einem realen Datensatz, den wir zum Beispiel in der Recherchephase zusammengestellt haben? So, und die lernen voneinander, um es ein bisschen greifbarer zu machen.
Sagen wir mal, der Generator wäre ein Geldfälscher. Was macht ein Geldfälscher? Nun ja, der fälscht Geld. Und warum macht er das? Der will halt den Diskriminator, die andere Partei, täuschen. Und der Diskriminator, der hält jetzt dieses Falschgeld und muss entscheiden, ob dieses Falschgeld wirklich Falschgeld ist. Wie macht er das? Ja, der achtet auf bestimmte Merkmale, auf die Sicherheitsmerkmale des Scheines. Und wenn er auf die richtigen Merkmale geachtet hat, wird er sagen, das ist Falschgeld. Und bekommt direkt das Feedback, dass er es richtig gemacht hat. Also wird darauf hingewiesen, dass das hinreichende Merkmale waren und beim nächsten Mal kann er es genauso machen. Wenn er hingegen aber sagt, dieses Falschgeld ist echtes Geld, dann wird er darauf hingewiesen, dass er es falsch gemacht hat. Macht es beim nächsten Mal besser. Nachvollziehbar, oder? Also er beachtet dann bestimmte andere Merkmale und nicht vielleicht die, die gerade dafür gesorgt haben, dass Falschgeld als echtes Geld klassifiziert wird. Und der Generator, der lernt ebenfalls. Der lernt aus seinen Erfolgen und Misserfolgen. Also wenn sein Falschgeld als Falschgeld entlarvt wird, dann wird er hingewiesen, an welchem Merkmal es gescheitert ist. Also lernen voneinander. Und ab und zu muss natürlich der Diskriminator auch echtes Geld als echtes Geld klassifizieren. So, zurück zu den Flaschen. Also Generator, der generiert Flaschen. Und der Diskriminator erhält diese Flaschen, muss jetzt entscheiden, ist es eine echte Flasche oder eine Flasche, die eben generiert wurde. Und das ist ein Nullsummspiel. Der Verlust des einen ist der Gewinn des anderen. Die Methoden zum Generieren der Objekte werden immer besser und besser, aber die Methoden zum Entlarven der Objekte werden auch immer besser und besser und besser. Bis irgendwann Objekte vorhanden sind, die man nicht mehr von Fälschungen unterscheiden, von Originalen unterscheiden kann. Hier sieht man so einen Trainingsfortschritt, von links nach rechts aufsteigend. Ganz links ist erstmal ein bisschen verrauscht. Und dann von Iteration zu Iteration zu Iteration nimmt es immer mehr die Form von Flaschen an. Und irgendwann kann man sich eins rauspicken, am Ende des Trainingsprozesses, und das dann 3D drucken. Also diese Flasche wurde vollständig von einer künstlichen Intelligenz generiert. So, mit diesem Algorithmus kann man auf Knopfdruck unzählige verschiedene Varianten, Konzepte generieren. Viele davon einzigartig, viele ehrlich gesagt nicht. Aber es ist nicht mal das Problem. Das Problem ist, dass der Designer oder Designerin, die wird ja erschlagen von den ganzen Beispielen. Ja? Was helfen mir tausende von Flaschen? Ja? Es wäre gut, wenn man ein bisschen Einfluss darauf ausüben könnte. Und dafür kann man sich bei einem anderen neuronalen Netz bedienen, nennt sich VAE. Das ist ein neuronales Netz. Wenn man es auf dem Tisch flach ausbreiten würde, dann sieht das aus wie eine umgedrehte Sanduhr von der Topologie, von der Form. Also man hat einen Eingang, der ist relativ breit. Dann wird es zur Mitte hin schmaler und dann wieder breiter zum Ausgang hin. Und das Training läuft nun folgendermaßen ab. Man hat eine Flasche A, ein Bild A, irgendein A. Und dieses A kommt rein. Und genau dieses A muss wieder rauskommen. Also A geht rein, A kommt raus. A geht rein, A kommt raus. Aber wenn A reingeht und A rauskommt, kann man es eigentlich nicht sein lassen, A nehmen, oder? Aha. In der Mitte gibt es ja diese Verengung. Das bedeutet, ich habe zum Beispiel eine Flasche und diese Flasche, die muss jetzt zusammengepresst werden, dass sie durch diesen Flaschenhals, no pun intended, durchgepresst werden kann, dann wird sie wieder entpresst. Also sie komprimieren sie und entkomprimieren sie wieder. Und in der Mitte von diesem neuronalen Netz wird die Flasche als ein Vektor eine Folge von Zahlen repräsentiert. Also wir lernen im Prinzip einen Kompressionsalgorithmus an. Und nach dem Training kann man einfach diesen ersten Teil wegschmeißen, den brauchen wir nicht mehr. Und dieser zweite Teil, der versucht zwanghaft aus Vektoren, aus Zahlen, Flaschen, Objekte zu machen. Darauf wurde er schließlich antrainiert. Und jetzt liegt es nahe, dass man zum Beispiel einfach an die Variablen, an den Vektor, Schieberegler dran montiert. Ganz einfach. Nun kann man mit Schiebereglern gestalten. Man muss sich nicht mehr zeichnen. Man kann Konzepte einfach mit rumwischen, rumschieben, kreieren. Und das beschleunigt die Konzeptphase. Aber es ist auch die erste Säule vom sogenannten demokratischen Design. Jeder und jede kann gestalten, auch wenn die Fähigkeiten dazu fehlen. Die zweite Säule vom demokratischen Design ist, dass hinter diesen Objekten ja im Prinzip Vektoren stecken. Und mit Vektoren kann man rechnen. Man kann die Vektoren aufsummieren und durch die Anzahl teilen. Man kann den Durchschnitt berechnen. Und diesen Durchschnitt kann man wieder in das Netz reinladen und sich ein Durchschnittskonzept, ein Durchschnittsobjekt ausgeben lassen. Das bedeutet, dass jetzt anonyme Kollektive Gruppen von Menschen gemeinsam gestalten können, auch wenn es keine Gestalter sind. Und alles kann reinfließen in ein Durchschnittskonzept. Für den Designer oder Designerin bedeutet das, die hätten sich ja davor in eine Zielgruppe reinversetzen müssen. Die hätten sich überlegen müssen, sagen wir mal Zielgruppe 20 bis 24 mit diesen und jenen Hobbys. Wie könnte da ein Objekt aussehen? Aber nun kann die Zielgruppe das selbst gestalten und denen Vorschlag machen. Die müssen den nicht annehmen, können die aber. Also die werden nicht ersetzt. Das kann als Inspiration dienen oder als Hilfestellung. Man kann es auch vollständig als Design ausarbeiten. Dieses Objekt hier, diese Flasche, wurde auf der Salon de Mobile auf der Mailänder Möbelmesse kreiert. Von einigen Dutzend Menschen, räumlich und zeitlich getrennt. Jetzt kann jeder für sich selbst entscheiden, ob so eine Flasche in Mailand repräsentiert. Aber auch dieser Algorithmus hat ein Problem. Nämlich, er verlangt, dass ich im Idealfall eine grobe Vorstellung von meinem geistigen Auge habe, wie das Objekt, das Endresultat aussehen soll. Weil sonst wische ich da ganze Zeit rum
bis sich irgendwann durch Trial and Error irgendwie ein Ergebnis da sich ergibt, was ich dann nehme. Also einen guten Algorithmus zu haben, was den Geschmack des Nutzers einfach anpasst, ohne dass der Nutzer wissen muss, wie am Ende das Traumobjekt aussieht. Und dafür kann man sich bei den genetischen Algorithmen bedienen. Genetische Algorithmen gehören zu den evolutionären Algorithmen, evolutionäre Algorithmen, Evolution. Man baut die Evolution vereinfacht und abstrakt im Computer nach. Man hat eine Population aus Individuen, diese Individuen haben Gene und diese Gene repräsentieren Merkmale. Bei uns die Haarfarbe, Augenfarbe und so weiter und so fort. Und dort werden es eben Produktmerkmale, wie eckig etwas ist, die Höhe, die Breite, die Wölbungen. Und die einzelnen Gene bzw. das Genom ist einfach ein Vektor, der überführt, exprimiert wird in die Produktmerkmale, in die Produktformen, zum Beispiel durch ein neuronales Netz, wie wir es gerade eben gesehen haben. Und wie in der normalen Evolution haben wir ein Selektionskriterium. Bei uns war es damals vielleicht der Säbelzahntiger, der nach dem Kriterium selektiert hat, wer schneller rennen konnte. Und derjenige, der schneller rennen konnte, wohlgemerkt derjenige, der schneller rennen konnte als die anderen, konnte seine Gene tendenziell eher weitergeben, sich fortpflanzen. Die Nachkommen konnten Mutationen haben, die sich positiv oder negativ ausgewirkt haben, zum Beispiel durch Strahlung, dass eine Base rausgekippt wird aus der DNA. Und so ist nach und nach eine Population entstanden, die sich auf Kriterium des schneller Rennens angepasst hat. Nachvollziehbar, oder? Evolution. Und das bauen wir jetzt nach. Also wir haben eine Population aus Individuen und das sind Flaschen. Und die leben jetzt in einer Matrix, in einer Simulation auf dem Computer. Und die können sich jetzt paaren, wenn die überlebt haben. Klingt echt verrückt, aber die paaren sich. Ist auch ein bisschen schwierig vorzustellen, bei Flaschen, aber die paaren sich. Dann ploppt da so eine Babyflasche raus. Und diese Babyflasche kann Mutationen haben, die sich positiv oder negativ auf ihre Überlebenschancen auswirken. Das klingt echt fies. Und also zum Beispiel, dass die Form da ein bisschen variiert. Und die hat in der nächsten Generation, falls sie überlebt, die Möglichkeit, sich wieder fortzupflanzen und die Gene weiterzugeben. Und so entsteht nach und nach eine Population, die sich an den Geschmack des Nutzers anpasst. Und wie kann man den Geschmack des Nutzers abfragen? Indem man sowas macht. Flaschentinder, Objekt-Tinder. Tinder, glaube ich, kennt jeder, oder? Man wischt nach links, man wischt nach rechts, man sagt, gefällt mir nicht, ja, nein, bewertet so die Population. Beziehungsweise die Vorschläge und die Individuen. Also in echt nicht. In echt doch, in echt auch. Ja, also. Genau. Und also die Individuen, die gut bewertet worden sind, haben eine höhere Überlebenschance, können sich dadurch tendenziell eher fortpflanzen. Also das ist der Unterschied zum Original. Und die Individuen, die schlecht bewertet worden sind, haben eine geringere Überlebenschance. Und so entsteht nach und nach eine Population, die sich an den Geschmack des Nutzers anpasst. Und vielleicht zum Original werden die Vorschläge immer besser und besser und besser. Bis nach ca. 15 Minuten die Traumflasche, wow, das Traumobjekt da ist. Das kann man dann direkt 3D drucken lassen, hat's. Wenn es im echten Leben auch so einfach wäre. Ja, also diese Flasche wurde von Marco Lim kreiert, dem Industriedesigner, mit dem ich das gemacht habe. Und laut ihm passt die ziemlich gut zu ihm. In anderen Versuchen hat sich auch gezeigt, dass ca. 15 Minuten am Beispiel von Flaschen hinreichend sind, um gute Ergebnisse zu halten. Bei komplexeren Objekten wird es vermutlich länger dauern. Also lässt sich Design automatisieren, um zur Anfangsfrage zurückzukommen? Nein. Man kann Teile vom Designprozess sinnvoll unterstützen. Man kann dem Designer oder Designerin sinnvoll Hilfestellungen geben. Allen voran da, wo es darum geht, erstmal ein Konzept zu finden, was passt, wo man Variationen erzeugt. Aber am Ende ist es ja immer noch Design für einen Menschen. Und ein Mensch wird immer noch am besten entscheiden können, was zu einem Menschen am besten passt. Und was bedeutet das nun für die Kreativität? Und ja, da müssen wir unterscheiden zwischen kleiner und großer Kreativität. Die kleine Kreativität ist die Kreativität, die wir an den Tag legen, die im Grunde Variationen eines Grundthemas erzeugen. Ja? Zum Beispiel Kuchen backen und das Rezept leicht variieren. Eine Flasche gestalten und die Form leicht variieren. Nicht sonderlich innovativ, neuartig. Trotzdem irgendwie kreativ. Da hat man entsprechend viele Daten, auf die man auch antrainieren kann. Das sind ja schließlich nur Variationen eines Grundthemas. Aber die große Kreativität im Vergleich dazu, das ist die, bei der was komplett Neuartiges erzeugt, was noch nie da gewesen ist. Man würde heute sagen, disruptiv, innovativ. Und da hat man nicht so einfach Daten, auf die man antrainieren kann. Ist ja schließlich neuartig. Und das kann die KI noch nicht wirklich. Da müssen wir als Menschen interdisziplinär, fachübergreifend denken. Verschiedenste Disziplinen miteinander konvergieren lassen. Und genau da würde ich auch die Grenze ziehen. Dass die kleine Kreativität, die kann von der KI automatisiert werden. Die große Kreativität hingegen, die ist uns Menschen noch für nicht absehbare Zeit vorbehalten. Für einen Designer oder Designerin bedeutet das, dass sie wahrscheinlich in Zukunft ein bisschen umorientieren werden. Mehr zur großen Kreativität. Dankeschön.